Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie man allein anhand der Medienberichterstattung erkennen kann, dass die Bevölkerung im Hinblick auf den Israel-Konflikt manipuliert und instrumentalisiert werden soll. Gucken wir uns im Folgenden einen Ausschnitt von Paul Ronsheimer in Israel und von Annalena Baerbock auf einer Pressekonferenz an. Danach ein paar Worte dazu und wer im Moment profitiert, was die Motive sein könnten. Jetzt im Folgenden die Ausschnitte. Lass uns nochmal sprechen über die Gräueltaten der Terroristen, die seit Samstag verübt werden, der Hamas-Terroristen. Da heißt es, wird überhaupt kein Unterschied gemacht zwischen Älteren, zwischen Frauen, selbst vor Kleinkindern wurde nicht Halt gemacht. Absolut. Das haben mir auch Augenzeugen berichtet, mit denen ich sprechen konnte. Adine Efrat, eine Frau, die von den Hamas-Terroristen festgenommen wurde. Sie hatte hat berichtet, wie ein Baby erschossen wurde von, das wurde ihr berichtet. Und wir hören immer mehr Berichte über diese Gräueltaten. Man muss sich das so vorstellen, dass es sehr schwer war, in diese Regionen überhaupt vorzustoßen, weil man da immer noch Terroristen erwartet hat und die auch noch dort waren. Und erst nach und nach wird das ganze Grauen sichtbar. Die Leichen, die über 1000 Tote insgesamt und die tatsächlich besonders grausamen, ja, wir müssen jetzt einmal in den Moment Alarm. Wir sind hier an einem Ort, an dem die Hamas Angst und Schrecken verbreitet hat. Hier an diesem Ort sind es Raketen gewesen, die Tod und Verderben über die Stadt, über ihre Stadt, Herr Bürgermeister, gebracht haben. Nur wenige Kilometer weiter haben die Terroristen unvorstellbare Gräueltaten verübt. Ganze Familien, Männer, Frauen, Kinder wurden in Kibbuzen wie in Kafasa durch Hamas-Terroristen auf furchtbarste Weise ermordet. Wir fühlen mit denjenigen, die geliebte Menschen verloren haben, oder immer noch um das Leben ihrer Liebsten bangen. Ihr Schicksal lässt uns keine Ruhe. Als deutsche Außenministerin im Namen der deutschen Bundesregierung sind wir dem Existenzrecht und der Sicherheit Israel zutiefst verbunden. Israels Sicherheit ist für uns Staatsräson. Deutschland steht fest an der Seite Israels. Israel hat unsere umfassende Solidarität und Israel hat unsere volle Unterstützung. Wo immer dies notwendig ist, wo immer dies notwendig werden sollte. Wir haben gerade darüber besprochen, was es bedeutet, als Familienvater seiner Frau, seinen Kindern auf Wiedersehen zu sagen. Und dann diesen Anruf zu bekommen. Wir sitzen hier alle nicht nur als Diplomaten, als Außenminister und Außenministerin. Wir sitzen hier alle als Väter, als Mütter, als Töchter, als Söhne. Und deswegen fühlen wir in diesem Moment auch nicht allein als Politiker, als Außenminister, sondern als Väter, als Mütter, als Töchter, als Söhne. Wenn man diese Bilder hier sieht und sich vorstellt, das wären die eigenen Töchter. Ich weiß nicht, woher sie Kraft finden, hier überhaupt sitzen zu können. Und deswegen appelliere ich an dieser Stelle nicht nur als deutsche Außenministerin, sondern als Mensch, als Mutter. An die Hamas und ihre Verbündeten. Lassen Sie diese unschuldigen Menschen, lassen Sie diese unschuldigen kleinen Mädchen frei. Es geht hier um Kinder. Es geht hier um Mütter. Es geht hier um Väter. Es geht hier um Großmütter. Israel hat das Recht, nein, die Pflicht, ihre Staatsangehörigen zu befreien. Israel hat das Recht, ja die Pflicht,
sich im Rahmen des internationalen Rechts gegen diesen brutalen, barbarischen Terror zu wehren. Das Vorgehen der Hamas ist durch nichts zu rechtfertigen. In ihrem perfiden Kalkül verschanzt sich Hamas jetzt hinter weiteren unschuldigen Menschen und missbraucht auch diese in Gaza als Schutzschilde. Die Hamas hat die gesamte Bevölkerung Gazas zur Geisel genommen. Ihre Tunnel, ihre Waffenlager und Kommandozentralen befinden sich ganz bewusst in Wohnhäusern, in Supermärkten, Universitäten und vielleicht selbst Krankenhäusern. Das stellt alle, die den Terror bekämpfen wollen, vor unglaubliche Herausforderungen. Gerade weil wir als Demokratien wie Israel, wie Deutschland, wie viele andere Länder das humanitäre Gebot, den elementaren Schutz der Zivilbevölkerung ernst nehmen. Das unterscheidet uns Demokratien von Terroristen. Und deshalb sind wir stärker. Das Drehbuch des Terrors darf nicht verfangen. Der Terror der Hamas hilft keinem palästinensischen Kind. Der Terror der Hamas hilft keiner palästinensischen Mutter. Dieser Terror richtet sich gegen alle, auch gegen die Palästinenser selbst. Deswegen müssen wir alle gemeinsam diesen Terror gegen die Menschlichkeit mit einer gemeinsamen Stimme benennen und ihn verurteilen. Es gilt, jetzt genau dies zu verhindern, dass weitere Akteure in der Region wie die Hisbollah im Libanon Öl ins Feuer gießen. Auch dazu stehen wir ununterbrochen mit all unseren Partnern in der Region in Kontakt. Herzlichen Dank. Also seit Wochen ist der Konflikt auf Platz 1, aber die Informationen sind dürftig und vor allen Dingen, es sind emotionalisierende Informationen. Also immer wird in den Mittelpunkt gerückt, die Einzelschicksale, die Hamas, wie grausam sie waren, aber es werden keine kritischen Fragen gestellt, dazu beispielsweise, wie der Zaun eingerissen werden konnte. Es wird der Zaun auch gar nicht erläutert, also nicht Zaun, sondern Mauer, sondern diese Mauer, sie war ja als Hochsicherheitsanlage konstruiert. Sie hat sogar eine KI. Also es wird alles rund um die Uhr überwacht und das Computersystem kann unterscheiden, ob Tiere sich der Anlage nähern oder Menschen. Also es soll da Selbstschussanlagen geben, die absichtlich nicht schießen, wenn das System erkennt, es handelt sich um ein Tier, eine Schlange. Jetzt kommt vielleicht das Argument, ja gut, die Mauer, aber die Paraglider, die über die Mauer geflogen sind, das kann man ja nicht ahnen. Und aus meiner Sicht, natürlich kann man das ahnen und ich würde sicher davon ausgehen, dass die Konstrukteure der Mauer das mit berücksichtigt haben. Wenn sie berücksichtigen, dass Tiere sich der Mauer nähern und die Selbstschussanlage nicht losgeht, alles überwacht wird und dann Paraglider nicht erkannt werden sollen, das erscheint wenig glaubwürdig. Und vor allen Dingen erscheint wenig glaubwürdig, dass die Soldaten 5 Stunden lang nicht reagiert haben. Also dass erst 5 Stunden, nachdem die Mauerbrücke durchbrochen wurde, reagiert wurde. Jetzt im Folgenden ein paar Beispiele, wie die Medienportale berichtet haben. Willkürlich ausgewählt. Mir ist kein Artikel aufgefallen, der die Frage gestellt hat, wie konnte es sein, dass die Hamas-Kämpfer die Mauer durchbrechen konnten. Also dann wäre ja die Mauer eine Fehlkonstruktion gewesen, weil sie wurde ja genau dazu gebaut, sowas zu verhindern. Und dann müsste eigentlich die Frage gestellt werden in den Medien, ja wie konnte das passieren, wer sind die Verantwortlichen? Und dann müsste es abgestellt werden. Aber diese Frage wird gar nicht gestellt, sondern es wird suggeriert, es sei halt ein Überraschungsangriff gewesen, der unabänderbar war. Die sind da durchgedrungen und es war eine Überraschung. Israel konnte es nicht ahnen. Ich habe nirgendwo, in keinem großen Medium, die Frage beantwortet bekommen oder überhaupt gestellt bekommen, wie es sein kann, dass die Mauer durchbrochen wurde. Erstens das, dass da noch keine Soldaten da waren und vor allen Dingen, warum 5 Stunden später keine Soldaten da waren. Es wurde auch die Frage nicht beantwortet. Man muss sich ja in die Situation von diesen Hamas-Kämpfern hineinversetzen. Sie gehen also über die Grenze
Und mit dem, was sie gemacht haben, sie haben ja kein militärisches Ziel erreicht, sondern sie haben maximal provoziert. Und dann ist natürlich naheliegend, wenn jetzt Israel provoziert wird oder dass so sie solche Verbrechen begehen, dann müssen sie eigentlich um ihr Leben fürchten. Also dann können sie eigentlich davon ausgehen, Israel wird sie jagen und ihre Überlebenschance ist dann nicht sehr lange normalerweise. Natürlich können sie vielleicht untertauchen, aber sie sind dann unsicher ihr ganzes Leben lang. Also sie würden dann ihr ganzes Leben lang gejagt. Und sich dem auszusetzen, kann man natürlich sagen, das sind Fanatiker, die sind zu allem bereit, aber es wirft doch schon Fragezeichen auf. Überhaupt, was ist die Motivation, einfach nur Grausamkeiten zu begehen, so zum Selbstzweck, wo man den Gegner gar nicht militärisch schwächt und vor allen Dingen, woher konnten sie denn wissen, dass sie nicht direkt abgefangen werden? Es hätte ja sein können, dass die Soldaten anrücken, während sie die Massaker begehen. Aber sie können durch die Mauer durchkommen, können ins Inland fahren, was für sie eigentlich auch schon gefährlich ist, weil wenn sie abgefangen werden oder wenn sie mit Drohnen beschossen werden, wenn sie angegriffen werden, sie sind ja tot. Das sind alles Fragen, die nirgendwo gestellt werden. Jetzt kann man sich mal angucken, was wird faktisch erreicht. Es wird durch die emotionalisierende Art und Weise erreicht, dass man sich auch weniger traut, kritische Fragen zu stellen. Jetzt muss man ja mit Israel zusammenstehen. Es wird der Eindruck erweckt, wenn man jetzt Netanyahu oder wenn man die Regierung kritisiert, dann ist man israelfeindlich. Man möchte Israel nicht helfen oder man billigt den Mord oder man will es verharmlosen. Das schwingt dann mit, wenn man jetzt nicht fest an der Seite der Regierung von Israel steht. Aber faktisch ist es so, dass die Regierung, die von Skandalen geschüttelt ist, dass diese Leute, das sind nicht die Zivilisten, sondern sie profitieren faktisch davon, dass diese Leute umgebracht wurden, weil jetzt von ihren Skandalen abgelenkt wurde. Außerdem wird erreicht, es ist ja eine, wie soll man das nennen, also für mich ist rechts der falsche Ausdruck, es ist jedenfalls eine Regierung, die Palästinenser als Tiere bezeichnet hat, der Verteidigungsminister, und sie eigentlich immer hart vorgehen wollten. Das heißt, jetzt können sie das natürlich viel besser machen. Auf der Pressekonferenz von Annalena Baerbock, es war auffällig, sie hat zwar gesagt, ja, es muss natürlich alles human bleiben, es muss alles menschlich bleiben. Sie konnte sich perfekt selbst produzieren, als gute Demokratin darstellen und hier haben wir den Feind, hier haben wir die Hamas und seht her, ich bin die nette Annalena, hier bei uns ist alles bestens. Und natürlich auch, wenn vielleicht diese Kritik, dass vielleicht nicht alles gut war bei Corona, schaut doch her, das ist doch gar nichts jetzt im Vergleich zu Hamas, die böse Hamas. Sie machen hier die schlimmsten Verbrechen und ich stelle mich aber trotzdem hin und sage, ja, wir müssen natürlich jetzt die Zivilisten schonen, Israels Regierung darf jetzt nicht zu hart eingreifen. Natürlich müssen alle Zivilisten geschützt werden. Das heißt, sie produziert sich selbst, aber faktisch ist es natürlich so, dass natürlich die Leute es natürlich viel besser abnicken und es viel besser geschehen lassen, sie das vielleicht nicht toll finden, aber sie es durchgehen lassen, wenn es Israel hart im Gazastreifen angreift. Und vor allen Dingen auch, es geht ja völlig unter, sie haben Wasser und Strom abgestellt, was das humanitär für diese Leute bedeutet. Das heißt, dieser Angriff, er wurde groß in den Mittelpunkt gerückt und wie schlecht es jetzt den Zivilisten dort durch die Aktion Israels geht, wird verdeckt, geht unter, obwohl natürlich Annalena Baerbock jetzt sich hinstellt, sagt, ja, die Zivilisten müssen geschützt werden. Das täuscht darüber hinweg, dass die Zivilisten, sie schon jetzt massiv leiden und auch schon viele Palästinenser umgekommen sind. Was wird noch erreicht? Er stellt sich jetzt die Frage, okay, in Israel könnte man das jetzt ja hochhängen, dann wird die Korruption von der Regierung verdeckt. Okay, das ergibt ja Sinn in Israel, aber warum wird es bei uns so hochgehängt? Der Westen ist dabei, in der Ukraine zu verlieren und das wird natürlich, jetzt kann man sagen, ja gut, wir müssten uns ja um Israel kümmern, wir können ja nicht alles gleichzeitig machen. Wir unterstützen natürlich auch weiter die Ukraine, aber wir müssen ja auch Israel unterstützen. Dann kann man sich da klammheimlich zurückziehen, ohne dass es so arg auffällt. Und dann kann man noch sagen, Putin ist der heimliche Nutznießer, wie es jetzt die Welt titelt. Aha, vielleicht der Putin steckt dahinter. Der hat da vielleicht irgendwas damit zu tun, damit der Westen die Ukraine nicht weiter unterstützt. Aber faktisch waren die Waffenarsenale leer im Westen und sie hätten so oder so verloren. Sie haben nicht die Waffen mehr, die Ukraine braucht. Sie haben jetzt ihre Streumunition auch noch geliefert. Und sie sind jetzt mit der Rüstung, die Rüstungsindustrie ist nicht bereit, die Waffen zu liefern in der Schnelle, die jetzt gebraucht werden. Und jetzt natürlich, jetzt mit Israel, wird natürlich schön davon abgelenkt. Aus meiner Sicht ist der Effekt nicht zu unterschätzen, dass man jetzt die Hamas als das ultimative Böse hinstellen kann, weil man sich damit selbst als gut hinstellen kann.
Aus meiner Sicht erscheint es unwahrscheinlich, dass die Hamas-Kämpfer ins Blaue das gemacht haben. Sondern es erscheint sehr viel wahrscheinlicher, dass sie signalisiert bekommen haben, wir können jetzt an der Mauer angreifen, die Selbstschussanlagen funktionieren nicht, wir können da durchbrechen und wir können auch ins Hinterland fahren und wir haben so und so viel Zeit, das zu machen, was wir machen wollen, da müssen wir abhauen. Weil sie ja sonst um ihr Leben fürchten müssen. Das ist ein Szenario, das untersucht werden muss, weil ja auch vollkommen unklar ist, wie sie durch die Mauer überhaupt durchkommen konnten, wobei doch die Mauer genau dafür konstruiert war, ein Frühwarnsystem zu sein und genau sowas zu verhindern. Es ist faktisch so, dass die Regierung in Israel davon profitiert, dass viele Leute profitieren, dass die USA profitiert, dass der ganze mediale Medienbetrieb profitiert, weil von Problempunkten abgelenkt wird. Die Leute von der Ukraine abgelenkt werden, aber auch von anderen Problempunkten, von innerdemokratischen Defiziten hier. Das heißt, die Möglichkeit ist natürlich real, dass geheimdienstlich diese Leute, diese Angreifer unterstützt wurden, es entweder Let It Happen on Purpose oder dass sie direkt unterstützt wurden aus geheimdienstlichen Kreisen. Es ist ja auch so, dass ein engmaschiges Spionagenetz in Gaza bestehen soll, der israelische Geheimdienst sehr gut funktionieren soll, was tatsächlich sehr unwahrscheinlich ist, auch wenn mit Zettelwirtschaft gearbeitet wird oder wie auch immer, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass der israelische Geheimdienst völlig überrascht werden konnte. Und selbst wenn er überrascht ist, spätestens wenn der Grenzzaun angegriffen wird, müssten diese Soldaten sofort da sein. Es gibt übrigens einen sehr interessanten, empfehlenswerten Stream von Thorsten aufgenommen mit Monika Donner. Ich verlinke euch das mal. Also sie haben es mit sehr vielen Ausschnitten, haben sie Informationen zusammengetragen und Monika Donner hat das sehr gut kommentiert. Es ist aus meiner Sicht sehr wichtig, dass die Opposition hier im Lande, sei es jetzt die AfD, eine Wagenknechtpartei, Basispartei oder wer auch immer, dass sie alle den Finger in die Wunde legen und fragen, was ist da passiert und das nicht durchgehen lassen. Das ist jetzt hier allein die böse Hamas und wir rücken jetzt zusammen und wir haben jetzt hier einen Feind und wir sind die Guten sozusagen. So dass man die Aufmerksamkeit darauf lenkt, dass sehr viel wahrscheinlicher ist, aus meiner Sicht, dass sehr viel mehr darauf hindeutet, dass hier geheimdienstlich die Hamas unterstützt wurde. Dass das Wiederaufflammen des Konflikts das Interesse einiger war, sie das absichtlich befeuert haben und jetzt die Zivilbevölkerung zu leiden hat. Sowohl die israelische, die Leute, die umgebracht wurden, es muss wirklich ein Horror gewesen sein, als auch die Palästinenser. Und da jetzt auch besonders die Palästinenser. Und dass sich das allein dadurch zeigt, dass die Medien einseitig die Aufmerksamkeit auf das Leid dieser Leute richten und schon deutlich wird, es gibt auf der Welt sehr viel Leid. Im Jemen gab es extrem viel mehr Leid. Oder gucken wir uns allein Mariupol an. Letztes Jahr, das Azov-Bataillon hat die Menschen dort als Geiseln gehalten und hat jeden erschossen, der die Stadt verlassen wollte. Wie viele Leute sind dort erschossen worden? Wahrscheinlich auch über 1000. Da gibt es unendlich viele Zeugenaussagen. Berichtet wurde davon rein gar nichts. Null. Überhaupt jedes Verbrechen, das die Ukraine begangen hat, hat hier nicht stattgefunden. Hat hier einfach nicht stattgefunden. Alles, was nicht passt, findet nicht statt. Und das heißt, wenn jetzt hier das so groß in den Mittelpunkt gestellt wird, es geht nur um Manipulation, um Instrumentalisierung. Und das sollte man aus meiner Sicht in den Mittelpunkt drücken und die Medien diese gespielte Menschlichkeit entlarven. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.